Was stört das Innenministerium so sehr an den Recherchen des Falter? Das Innenministerium hat heute einen Tabubruch begangen. Es hat die vertrauliche Kommunikation eines Journalisten, nämlich von mir, mit Pressesprechern, mit Presseleuten, mit Beamten öffentlich gemacht, ohne mich zu fragen. Damit ist jeder Journalist möglicherweise betroffen, dass die E-Mails, die man an irgendeinen Sprecher schickt und damit auch eine vertrauensvolle Sphäre, in der man miteinander kommuniziert, öffentlich werden kann. Warum tut er das Ministerium? Weil ich einen Aktenvermerk veröffentlicht habe, aus dem ergeht, dass der Generalsekretär des Innenministers beim Bundesamt für Verfassungsschutz angefragt hat, welche Undercover-Ermittlungen es in der rechtsextremen Szene gibt, welche verdeckten Ermittlungen dort stattfinden. Ich habe das für eine Außergewöhnlichkeit gehalten. Ich habe mehrmals versucht, mit dem Innenminister in Kontakt zu treten. Ich wollte ihn mit diesem Papier konfrontieren, mit ihm darüber reden. Ich wollte aber in meiner Anfrage dieses Papier noch nicht erwähnen. Erstens, weil es noch nicht ganz klar war, ob ich es herzeigen kann, weil es ein geschütztes Dokument ist. Und zweitens, weil ich in dem Interview zuerst die Frage stellen wollte, ob es überhaupt je Nachfragen gab nach verdeckten Ermittlern. Ich wollte, wenn Sie so wollen, eine Recherche machen, die zuerst einmal schaut, was das Ministerium sagt, um dann mit dem Dokument nachzufragen, was es dann mit diesem Dokument auf sich hat. Das ist ein ganz normaler Rechercheprozess, der muss möglich sein, das ist meine Pressefreiheit, so kann ich an Informationen kommen, so kann ich auch einen Überraschungsmoment in einer Recherche haben. Das erleben wir immer wieder, dass in einem Interview ein Überraschungsmoment stattfindet. Es war ja auch noch nicht klar, ob wir das Interview aufzeichnen können, möglicherweise, oder filmen. Und jetzt stellt sich das Innenministerium hin und publiziert viele Interviewanfragen, viele Versuche in Kommunikation zu treten, als Beweis dafür, dass ich nicht mit dem Ministerium kommuniziert hätte. Und das ist eine völlige Verdrehung der Tatsachen. Die FPÖ will sich an den Presserat wenden, weil die FPÖ sagt, der Falter hat hier nicht seriös recherchiert. Was heißt das? Ich hoffe, dass ich bald vor dem Presserat offenlegen kann, was ich hier getan habe, nämlich mehrmals angefragt, in Kommunikation getreten. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Presserat. Wir überlegen hier, wer an die Datenschutzkommission herantreten sollen, weil hier das Innenministerium als Behörde nicht nur meine E-Mails veröffentlicht hat, sondern auch Anträge, die ich gestellt habe nach dem Auskunftspflichtgesetz. Ich wollte zum Beispiel die Social-Media-Richtlinie von Herrn Kickl lesen, die mir bis heute nicht gegeben wurde, obwohl Herr Kickl 21 Leute, 4 davon karenziert, im Social-Media-Team beschäftigt, 30 Leute in der Kommunikationsabteilung, also ein riesiges Team, beschäftigt sich mit Öffentlichkeitsarbeit. Ich wollte wissen, was für Arbeit die tun. Ich will zum Beispiel nicht, dass die Öffentlichkeit weiß, dass ich diese Recherchen tue. Wir überlegen jetzt, ob wir an die Datenschutzkommission gehen und diesen aus unserer Sicht Rechtsbruch des Ministeriums vor die Behörden bringen. Der Fall des freiheitlichen Innenministers interessiert auch viele in Europa. Das wird ein Thema sein beim Podcast. Und es ist auch die Frage, wie groß das Vertrauen in der ÖVP in den Innenminister eigentlich noch ist. All das können Sie im Podcast hören. Den Podcast findet man ganz leicht über das Internet www.falter.at/radio. Und die ganze recherchierte Geschichte von Florian Klenk lesen Sie im Falter dieser Woche.